Willkommen zu einem neuen Let's Test auf meinem Kanal. Wir spielen heute Game Royale 2. Ein Spiel zu der ein Click-and-Point-Adventure zu der TV-Serie Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann. Und wir klicken einfach mal auf schnell spielen. Logbuch des Captains, Jan Böhmermann, seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente und keinen Proviant außer meinem Floß aus Laugengebäck. Wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meinen lieben William wiederzusehen, hält mich aufrecht. Bin sehr, sehr durstig. Um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Glump vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und vielleicht meine Kraft wiederzugewinnen. Dies wird meine letzte Nachricht. Der Akku meiner Apple Watch geht zu Neige. Oh, mein lieber William, bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verdursten, ohne dein Gesicht nur ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich... Gluck, gluck, gluck. Neo Magazin Royal, das Spiel mit Jan Böhmermann und mir, William Kohn. Episode 2, The Secret of Yannis Island. Magazin Royal. Ja, finde ich sehr schön. Ich hätte gerne noch den ersten Teil, weil ich wenigstens als der Test gezeigt, aber ging leider nicht, weil es ihn halt nur auf dem Handy gibt. Tief in der Karibik. Lecker. Manu, wo bin ich? Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber ob sie erstmal die Krawatte umbinden. Der mich mit nach Hause nehmen kann? Ich habe eine Sendung zu moderieren. Aber erstmal was zu essen und zu trinken organisieren. Mein Hals ist eine staubtrockene Wüste. Und ich sterbe vor Hunger. So, okay, gut. Ja, wir sind jetzt Jan Böhmermann. Und ja, wie gesagt, ich hätte euch gerne den ersten Tag auch gezeigt, aber die gibt es leider anscheinend nur auf dem Handy. Haufen. Angucken. Hier lagert der Winterdienst also die Straßenstreu. Hahaha. Mit Schäufelchen und Förmchen würde das mehr Spaß machen. Oh. Da verschwinden wir ja was. Oh, da liegt doch was. Was glitzert denn da? Fast so schön wie mein Stern am Showhimmel. Ha. Glitzer. Was glitzert? Achso, das hat er nur. Dann nimm das doch mal auf. Ich habe die berühmte Nadel im Sandhaufen gefunden. Ja, aber mein Magen knurrt schlimmer als die Töle von Sarah Kuttner. Also erwartet ganz viele lustige Witze und ja. Und ganz viel Spaß. Axel? Bist du's? Axel Stein, haha, wer es nicht wusste. Lagune. Kommt da Hilfe? Nee, aber guck mal, ein Schwamm. SpongeBob, bist du es? War ja klar. Du heilige Makrele. Ja, nimm mal SpongeBob no mit. No risk, no Schwamm. Guck mal, hab ich schon mal SpongeBob gefunden. Ich hätte Lust gefunden, ich hätte jetzt auch SpongeBob, aber gut. Palme angucken. Pamela Anderson. Hahaha. Ja, wie gesagt, wenn ihr das als letztes Test haben wollt, dann als Let's Play, dann schreibt das doch mal. Zur Bucht gehen. Dschungel angucken. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen gucken. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Hahaha. In den Dschungel gehen, dann gehen wir erstmal zur Bucht. Oh. Ob man wohl gleichzeitig verhungern und verdursten kann? Finden ich will es lieber nicht rausfinden. Warte, dann finden wir es einfach raus. Was liegt denn da? Eine Flasche. Nanu, da steht eine Wasserflasche oben auf der Palme. Danke, Lerke. Ich komme nicht dran. Ich nicht ran.
Strandgut ist auch nicht mehr. Lena Meyer Strandgut. Vielleicht ist ja Trinkwasser drin. So kriege ich Körper Klaus das nicht auf. Oh, ein Longboard. Longboards sind Wrongboards. Konfuzius sagt, auf Sand Longboarden zerstört die Kugellager. Alles klar. So einen Außenborder hat das Boot von Ralle auch. Okay. Das gibt's doch nicht. Das Ding sitzt bombenfest. Jetzt hast du dich mit einem Olaf sagen können? Oh, ein kaputtes Boot. Das Lieblingsboot der AfD. Es sind schon genug Fernsehlegenden untergegangen. Okay, gut. Also hier können wir sonst scheinbar nichts mehr machen. Dann gehen wir halt in den Dschungel. Trinkwasser, wisst ihr schon mal, wo es steht? Entschuldigung, ich musste mal eben niesen. Hoffentlich treffe ich nicht die Zitlo und den Hartwig. Oh, guck mal, da mal Stroh, das sieht aus wie eine Falle. So ungefähr muss es im Kopf von Pietro Lombardi aussehen. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Wo ist der Typ mit der Maske? Huch, sieht so aus, als gäbe es nicht nur eine große Klappe hier. Da steht eingraviert 4, 8, 15, 16, 23, 42. Oh nein, was das wohl zu bedeuten hat. Okay. Lieber nicht, da ist Licht angegangen. Vielleicht ist es einfach nur ein Spotlight. Sieht abgestorben aus. Nimm ihn mit. Ja, genau. Blasser, dünner Junge reißt Bäume aus. Ja, genau, du blasser, dünner Junge. Hau mal rein. Zur Lichtung gehen, das haben wir die Dickicht. Ein Bambusdickicht. So ungewöhnlich, ne? Keine Chance. Das ist dichter als die Effenbergs im Käferzelt. Okay, dann gehen wir in die Lichtung. Oh, was ist denn hier? Was ist passiert? Flugzeug abgestürzt. Sind wir bei The Forest? Ein Werkzeugkasten. Wie ist der denn hier gelandet? Mit deiner Mutter. Der Koffer ist verschlossen. Und nein heißt nein. Okay. Die Kunst, ich zu sein, von Julia Becker und die schönsten Erdogan-Gedichte. Ja, brat mir einer eine Ziege. Darf ich Ziege überhaupt noch sagen? So, hier haben wir eine Pfütze. Riecht wie Kerosin. Ja, tropft auch nur aus dem Flugzeug. Dann nimm's mit. Ich bin doch kein Kerosin-Junkie. Nicht ein Tümpel-Junkie. Das Vermächtnis der Tümpelritter. Okay, dann gucken wir das mal an. Hallo? Wenn ich es nur irgendwie in die Luft bekommen könnte, dann bräuchte ich nur noch einen Piloten. Und ein kaputtes Flugzeug, ein heiles Flugzeug war auch ganz gut, oder nicht? So, hier können wir auch nichts machen. Können wir weitergehen? Nein, hier ist auch nichts mehr. Ach, ich bin ja dumm. Nur eine Haarspange. Hier. Öffne das Ding doch mal damit. Tada! MacGyver ist ein Dreck gegen mich. Aber ich habe einen Brand wie eine Bergziege. Oh. Werkzeug. Nee, und gucken wir es mal. Ups, so. Da liegt ein Schraubenschlüssel. Oh, kein dummer Spruch. Ich nehme ihn mal mit. Was man hat, das hat man. So, mit der. So, hier. Dann nehmen wir. Nein. Wer würde. So, ich nehme die Schau und nimm mal Kerosin mit. Vielleicht geht das ja. Der bitte. Saugt ja schneller als. Ist ja gut. Hör auf, die Augen zu verdrehen. So, kein flammbarer Schwamm. Schraubenschlüssel, Arsch. Gut, dann gehen wir mal wieder zu der Kiste. Was mit der Klappe? Warte mal, können wir das. Vielleicht geht das, ja? Was soll ich denn da aufwischen? Denn schon kann nichts mehr aufwischen. Ich glaube, die Klappe ist nicht das, was eine Schraube locker hat. Damit bekomme ich sie nicht auf. Oh, dann gehen wir zum Strand. Und dann gehen wir zur Bucht. Weil leider kann er nicht schneller laufen. So, dann machen wir den mal so. Zack, fertig. Abgeschraubt. Ich bin so durstig wie Jenny Elvers nach der Schmuckmesse auf Ibiza. Oh nein. So, können wir vielleicht das Strandgut auch hier mit auf? Ist nicht spitz genug. Wenn ich nur etwas zum Aufstemmen hätte. Ja, Spange. Ich möchte sie nicht verbiegen.
können wir vielleicht das Longboard auseinanderbauen? Alalalala long. Alalalala longboard. Die dong bong bong. Come on. Oh Mann. Okay, kämpfen wir mit dem Ding, der die Flasche runterholen? Don't drive and drink. Ach, warum denn? Den außen bei der Flasche hier dran setzen? Nur wenn du Zahnstocher machen willst. Das ist doch cool. Ich will Zahnstocher haben. Lass uns Zahnstocher machen. Ja, was können wir noch machen? Wenn wir jetzt den Außenborder an dem Tümpel oder was ausprobieren? Geht das vielleicht? Jetzt zerstört sich das Spiel gleich von selbst. Das ist doch schön. Müssen wir das Spiel nicht mehr spielen. Nein, geh weiter. Ich glaube, so wurde Batik erfunden. Okay, kann hier was ich will machen? Mir meinen Anzug nicht versauen. Aber ganz auf einmal. Ich betanke ihn vorsichtig. Oh. Ich glaube, so wurde Batik erfunden. Ach, ich hab den jetzt gerade so... Okay. Der saugt ja schneller als... Ist ja gut. Ja, wir kennen das Wort schon. Ist doch schon vollgetankt. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Da gibt es absolut gar nichts. So. Jetzt zerstört sich das Spiel. Schade. Statt hätte er klappen können. Oder warte. Können wir den vielleicht als Mem-Ding nehmen? Ah! Jan Böhmermann bei der Gartenarbeit. Aber laut. Ja, genau. Oh. Yeah. Boah, ich hab so Hunger Games. Alles klar, du Hunger Game Boy. Und jetzt Bambusrohr. Ein schöner Rohrstock. Dann nimm den mit. Dann könnten wir uns jetzt vielleicht das Wasser holen. Bevor wir jetzt in den weiteren Dschungel gehen, bevor wir noch verdursten, ne? Wäre natürlich cool, wenn es dieses Wasser irgendwie unsere Lebensanzeige wäre. Hm, vielleicht finde ich hier noch einen Pfandautomaten. Hä? Ich nehme den scheiß Bambus und hol die Flasche vom Brunnen. Vielleicht... Der will mich doch verarschen. Warte, können wir vielleicht mit dem Stock das aufstemmen? So kriege ich Körper... Ja. Ich hatte gedacht, hey, ich denke es mal logisch, aber nein, natürlich nicht. Es ist natürlich ein Click and Point, welche darf man nicht logisch denken. So, was haben wir hier? Leider Keil. Nehmen wir den mit. Wenn ich nicht schnell was trinke, bin ich bald ein leichenblasser dünner Junge. Das war den Faustkeil daneben und den, Dings, wie heißt das, und, dagegen werfen. Da sitzt ein Papagei. Ach echt? Unterhalte dich mit dem Papagei los. Da sitzt ein Papagei. Chip, chip. Boah, er sagt ja dasselbe. Er macht mich nach. Wie meinen Sie das? Okay. Wer spricht da? Hier oben. Oh, ein sprechender Vogel. Oh, ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ah, okay. Dann so. Ich bin ein komischer Vogel. Stimmt. Ich glaube, ich halluziniere. Ich glaube, Sie haben ganz andere Sorgen. Richtig, du Vogel, ich habe einen riesigen Hunger. Also, wenn du schon hier bist, einen Hamburger und eine große Pommes zum Mitnehmen, bitte. Jan, das ist kein Drive-In. Das ist eine Insel. Und ich bin ein Papagei. Ach so, stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen, was können Sie denn empfehlen? In Ihrem Fall einen guten Therapeuten. Hahaha. Eine Liane. Man weiß nie, wohinter Lena sich versteckt. Vielleicht kann ich hochklettern? Na toll. Die Liane ist so eine Drama-Queen. Jetzt ist sie auch noch abgereist. Abgereist, genau. Es war wohl schon jemand vor mir hier.
dramatische Musik einfügen. Schwammintelligenz. Na gut, dann halt nicht. Können wir hier noch weiter? Gehen in die Dunkel? Tiefer gehe ich nicht rein. Das ist ja dunkler als die Kerker, in die in der Türkei die Journalisten geworfen werden. Boah. Nichts würde mir jetzt mehr helfen als ein sauberer Bambusstock. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, du machst einen Schwamm auf den Bambus und kannst ihn anzünden vielleicht. Dann probieren wir... Nein. So. Dann nehmen wir den Forst, können wir werfen mit die Flasche. Wenn ich nicht treffe, ist mein schöner Stein weg. Boah. Vielleicht denkst du ein bisschen nach, bevor du irgendwelche Knöpfe drückst. Warum? Verbinden? Ja, werfen. Hast du mehrere Versuche. Mein Gott. Vielleicht finde ich hier noch ein Pfandauto. Ich fühle mich verarscht von ihm. Hätte ich nur einen Hebel dazu. Nein! Ah, okay. Wenn das Dende sehen könnte. Survival! Was ist das? Lecker! Glumpsecco! Okay, und ich hatte wohl uns die Wasserflasche. Das sollte fürs Erste den schlimmsten Durst stillen. Jetzt nur noch was zu beißen organisieren und der Tag ist gerettet. Den Papageien vielleicht? Fast so etwas wie eine Angel. Da gibt es nichts zu angeln. Nichts würde mir jetzt mehr helfen als ein Sau... Okay, können wir denn hier irgendwo... angeln? Aber das Konzept Angel hast du schon verstanden, oder? Ich will einfach nochmal ausprobieren. Nein, die Bastel Brothers würden sich schämen. Alalalalalong. Ja, gehen wir auch schon. Na ja, gut, Durst hat ja schon mal keinen mehr. Dann gehen wir halt hier hin. Es fehlt ein Köder. Nimm deine es Mutter. Es fehlt ein Köder. Dann nimm deine Mutter. Ah, was haben wir denn daneben als Köder, bitteschön. Dann haben wir die Klappe, vielleicht so. Ich glaube, die Klappe ist nicht das, was eine So. Nein. Zur Lichtung, hatten wir hier noch irgendwie was? Kämpfe, einfach den. Da ist doch ein Wurm. Wir können uns diesen Wurm nicht nehmen. Riecht ein bisschen wie Ralfs Klöten. Das vermeckt. Ich will mir meinen Anzug... Ich möchte nicht... Damit wird das Ding nicht fliegen. Nicht? Das wird nur unangenehm für uns beide. Okay. Ich mag's unangenehm. Herr Böhmi. Flugzeug, ne. Okay, können wir nichts machen irgendwie. Haben wir noch einen entflammbaren Schwamm. Gehen wir mal weiter hier rein. Ah, dann hier noch irgendwie was. Ich glaube nicht, dass der anbeißt. Hätte ja sein können. Hä? Ich esse aus Prinzip kein Federvieh. Schwamm. Was soll ich machen? Kann man nichts machen. Entschuldigung. Eieiei. Warte mal. Vielleicht so. Der Baum ist tot. Da schraube ich nicht dran rum. Der Baum ist tot. Da schraub... Es... Da hat sich wohl ein kleiner Holzwurm drin versteckt. Ich habe so Hunger, ich könnte drei Lenas essen. Aber diesen süßen kleinen Wurm hier rühre ich nicht an. Verbinde den Wurm doch damit. Eine Angel mit Köder. Ja, dann gehen wir jetzt in die Lagune und holen uns was zu essen. Boah, da muss man erstmal drauf kommen, ne? So, Angel Jan, los geht's. Hoffentlich fragt mich das Ordnungsamt nicht nach meinem Angelschein. Wäre cool, wenn das Ordnungsamt vorbeikommt. Genau, jetzt davor einer ein Fisch. Okay, was haben wir geangelt?
Was ist das denn? Eine Dose mit Oktopusfilets. Ich muss sie nur irgendwie aufbekommen. Wir haben noch ein Multifunktionswerkzeug hier. Das Universal-Tool ist so universell, dass ich damit die verkackte Dose nicht aufbekomme. Applaus. Dafür bitte einmal den Preis für herausragendes Game Design. Es ist wie verhext. Fast so, als würde jemand wollen, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem finde. Es fehlt ein Köder. Oh, okay, jetzt haben wir keinen Köder mehr. Die Tito-Dose. Können wir schon im Longboard das aufmachen oder so? Wenn schon gestrandet, dann wenigstens cool aussehen dabei. Schwimmen kann er eh nicht mehr. Schade. Statt vielleicht könnten wir das einfach auch damit abwerfen, weil brauchen wir eh nicht. Du rennst bei Super Mario auch nach links, oder? Ja, natürlich. Links sind Secrets versteckt. Warte, wir haben noch hier Steine. Gute Idee, aber so bekomme ich sie leider nicht auf. Ich möchte es nicht kaputt machen. Was soll ich denn da aufwischen? Ich bin damit lieber vorsichtig. Okay, dann halt nicht. Wie kriegen wir das Ding jetzt auf? Können wir hier nochmal einen Wurm raus? Ja, genau. Eine Runde Aalgolf-Hitler wäre mir lieber. Ha! 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 Bücher. Was soll man mit den Büchern? Die Kunst, ich zu sein. Ach ja, Erinnerung. Ja, Brat. Darf ich ziehen? Frauke Petri würde so ein Lagerfeuer machen. Ja, ich bin Frauke Petri. Das wäre ein richtiger Trump-Move. Oh, oh, jetzt hat er mich aber beleidigt. Hurenkind. Was? Hurenkinder, Schusterjungen. Alles klar. Ich kann doch eh nicht lesen. Gute Idee, aber vollkommen. Das ist nicht der natürliche Lebensraum des Oktopusfilets. Nicht? Schade. Boring. Okay, klasse, dünner Junge. Ich will mir meinen Anzug nicht versauen. Der blasse Junge dann. Oder warte mal. Das auch damit nicht probiert. Wird das Ding nicht fliegen. Hätte ja sein können. Vielleicht sind der Oktopus in Wirklichkeit gute Piloten. Hätte ja sein können, ne? Weil ich eine Logik, die ich in diesem Spiel noch nicht gesehen hatte. So, hier machen wir auf. Hey Kumpel, könnten Sie mir kurz mit dieser Dose behilflich sein? Claro! Was? Herzlichen Dank! Als ob! Okay. Igitt. Damit wäre der größte Hunger gestillt. So, fix zu gucken. Wo kommt das Telefon her? Was war das für ein Geräusch? Deine Mutter. Dann geh mal zurück in den Dschungel. Ist das jetzt der Klingelton von dem Handy aus Jurassic Park 3? Wo das Vieh dann auf sie aufmerksam wird? Die Rettung. Ein Satellitentelefon. Ich nehme es mit. Das ging jetzt plötzlich nicht mehr. Oh, was? Währenddessen. Lösegeld. 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 Wir müssen die GEZ-Überschussmillionen finden und Jan freikaufen. Und dann nehmen wir uns diese Schweine vor und machen sie fertig. Seid ihr dabei? Jan, halte durch! Ich rette dich! Ja, Wilhelm, bitte rette uns. Wird's Wilhelm? Oh, wir sind Wilhelm. Lara, wer bist du? Gute Sängerin. Hat die nicht Tupac erschossen? Alles klar. Gut, und wie es weitergeht, sehen wir dann, wenn ihr wollt, dass das hier ein Let's Play wird. Aber hier ist das Let's Testamente, würde ich sagen. Mit dem guten William. Also, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Also, haut rein. Ciao, ciao.